Der Zug rollt. Ja, wenn ihn denn jemand fahren will. Das war allerdings nur selten der Fall, denn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer streikte zum 8. Mal in 10 Monaten wohlgemerkt. Und das ausgerechnet zum Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das größte Schulturnier der Welt, schon wieder in Gefahr. Aber als dann am Sonntag gegen 18 Uhr hier das erfahren habe, da bleibt dann schon das Herz stehen für einen Moment. Und das ist wirklich diesmal das Bundesfinale von der ersten Minute an spannend und wird erst die Spannung sich auflösen, wenn alle Schüler wieder zu Hause sind. Der Hauptbahnhof ungewohnt leer, Ungewissheit lag in der Luft. Schafften es alle Schüler in die Spreemetropole? Es ist nur eine Gruppe, die absagen musste und der Rest ist im Grunde, sag mal, mit unseren Zügen auf dem Weg nach Berlin. Und so, dass eben auch die paralympischen Teilnehmer, 130 sind, glaube ich, unterwegs nach Berlin. Also sollte alles stattfinden wie geplant. Also alles gar nicht so schlimm, möchte man meinen. Diese ganzen verrückten Schüler kamen irgendwie dann doch in die Stadt. Und in ganz Niedersachsen gab es so eine WhatsApp-Gruppe von allen, die herkommen. Da wurde ständig hin und her geschnackt. Und wir hatten auch schon Plan B, haben uns kleinen Busse vom Verein schon organisiert zur Vorsicht. Aber wir hatten richtig viel Glück. Das war der einzige Zug, der bis 14 Uhr nach Berlin ging. Na, also wir kommen aus Schwerin und wir sind mit dem Zug vom Schweriner Hauptbahnhof hierher gefahren. Wir wollten eigentlich um 8.03 Uhr fahren, doch wurde halt gestreikt und jetzt haben wir eine Stunde früher noch den Zug bekommen, ja. Das Positive, die Kickertische waren frei, naja, wenigstens ein bisschen. Aber erstmal Schluss mit diesem Thema, denn dieser Wettbewerb ist für viele Schüler das Highlight des Jahres und das lässt man sich nicht vermiesen. Also ich war ja vor 2 Jahren schon mal hier und da war auch super Stimmung. Schon geil, also es macht richtig Bock und ja. Also es ist wirklich sehr gut organisiert alles und die ganzen Leute sind alle super nett und es macht wirklich mega Spaß hier. Na dann ab ins Hotel. In ganz Berlin sind die Sportsfreunde von Jugend trainiert untergebracht. Julian, Hauke, Marius, Tomek und Jan sind im Meininger Hotel untergeschlüpft. Das Besondere, die Badmintonspieler aus Hamburg und Baden-Württemberg teilen sich ein gemeinsames Zimmer. JTFO und JTFB verbindet halt. Ja, ist eigentlich ganz interessant. Wir sind jetzt mit 3 anderen Leuten auf dem Zimmer, die wir jetzt noch nicht kannten, aber ja. Und ja, ist mal eine andere Sache. So, also abgechillt und dann die Stadt unsicher gemacht. Für Jan und Hauke aus der Hansestadt ging es ab in die Kulturbrauerei zum Kinoabend. Andere kamen da erst an. Dem Streik sei Dank. Ja, die Reise war ziemlich unangenehm, weil der ICE war ziemlich voll. Und auf der Hälfte der Strecken wurden alle raus. Die Hälfte, die am Boden saß, wurde rausgelassen. Und wir saßen zum Glück und durften weiterfahren. Also für die Bayern lief nach der Odyssee statt Blockbuster die Tageszusammenfassung bei Hauptstadtsport TV. Das ist natürlich auch ganz toll. Naja, wenigstens sind sie da und rocken 5 Tage lang Berlin. Jugend trainiert für Olympia! Jugend trainiert für Paralympics! Jeden Abend auf Hauptstadtsport TV!